herzlich willkommen zur nächsten Folge in Diamond City. Hier kann ich sowieso nicht rein, das war super. Gut, wir haben noch ein Haus. Ja, hier kann man stundenlang sein. Hier in der Stadt ist einfach die Atmosphäre, die man hier hat. Das erste Mal so richtig viele teilweise nette Leute. Oder einfach freundlich. Oh, hallo. Es ist schön, hier oben in den Stands mal junge Leute zu sehen. Wir sind hier alle so, nun ja, alt. Hast du mal einen Meyerlurk gesehen? Stell dir eine Kreuzung aus einem Krebs und einem Panzer vor, mit richtig schlechter Laune. Habe ich bereits gesehen. Hey, Hawthorne. Eine Todeskralle ist eine echte Gefahr. Versuch nicht, vor ihr wegzulaufen. Sorg dafür, du dass sich etwas Stabiles zwischen Enkel dir und ihr befindet. Nicht, dass und er je bete. Nach hier oben kommen würde, nein. Dafür steckt zu viel von seiner Mutter in Hawthorne. Justus? Mein Enkel nennt sich Hawthorne, aber das ist eigentlich sein Nachname. Ich bin Justus Hawthorne und sein Vater war Julian Hawthorne. Das Beste an Diamond City sind die Lichter. Da kann man die fiesen Typen schon von Weitem kommen sehen. Aha. Okay. Aha, hier ist der Ventilator. Also haben die Katzen. Ist das hier normal oder was? Gut. Die sind irgendwie auch speziell hier oben. Also man sieht auch die Strahlung. Wahrscheinlich hat die Leute ein bisschen speziell gemacht, die einen. Ich habe gehört, dass du verdammt viele Fragen in der Stadt stellst. Haben wir jetzt zwei Detektive in Diamond City? Nee, aber ich bin nur ein bisschen interessiert hier. So, jetzt interessieren mich die Steckbriefe. Ah, der ist drinnen jetzt. Hier waren wir nämlich noch nicht, an der Bar hier. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Ja? Aha, Nudelschale hat er zu verkaufen. Gut. Der knallt mich hoffentlich nicht ab. So, wo ist denn hier? Hey, du da. Ich muss dich mal was fragen. Ja. Nur zu, ich bin ganz Ohr. Du warst eben in der Kneipe als... Ja, da war der Text gerade abgeschnitten anscheinend. Du warst aufs Maul bekommen. Du vom Barkeeper eins aufs Maul bekommen hast. Ja, der gute alte Henry Cook. Der beste Kumpel von allen. Vor allem von Darcy. Ich soll so tun, als wüsste ich nicht, dass er mit dir schläft. Bis er dann irgendwann genug von ihr hat und sie dann wieder zu mir gekrochen kommt. Ja, Und was soll ich jetzt genau machen? Ich werde zurückgehen und mit ihm reden. Ich möchte, dass du mich begleitest. Du hast ja gesehen, dass er mich sonst nicht ernst nimmt. Ich will ihm wirklich nicht wehtun. Ich will einfach nur, dass er Darcy in Ruhe lässt. Ich helfe. Okay, ich helfe dir. Okay, gut. Gut. Ich bin sicher, Cook zieht den Schwanz ein, wenn er mich mit dir sieht. Oh, ja, auf jeden Fall. Bringen wir es hinter uns. Okay, gehen wir. Wir sollen jetzt Henry Cook einschüchtern. Geht schon. Okay, da läuft irgendwie... Pass auf, wo du hingehst. Ich hab dich im Auge. Ja, mich haben hier alle im Auge. Habe ich das Gefühl. Die Radiodrohne. So, da gehen wir noch was da hoch. Oh, das ist Latimer. Der geht auch in die Bar. Oh, jetzt wird's spannend. Oder nicht? Ja, er geht auch rein. Komm, wir gehen auch schon mal rein. Der wird ja wahrscheinlich... Entweder wird er jetzt auch da sein. Dann dort. Komm nicht zu spät. Ich werde da sein. Genau. Ich muss nur noch zumachen. Wir müssen reden. Meine Güte, Paul. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist an der Zeit, dass du mal die Klappe hältst und zuhörst, Cook. Was zum Teufel soll das? Und was machst du hier? Sag mir nicht, dass er dich angeheuert hat, um mir Angst einzujagen. Ja, was sage ich ihm jetzt?
Paul hat mich nur gebeten, ihn zu begleiten. Ist das so? Okay. Nun, Paul, ich höre. Was hast du dieses Mal zu sagen? Nur das. Du lässt Darcy ab sofort in Ruhe. Sonst... Das ist keine gute Idee. Du solltest mich nur mit einer Waffe bedrohen, wenn du auch vorhast, sie zu benutzen. Du glaubst, ich werde sie nicht benutzen? Soll ich dich einfach erschießen? Willst du mir das sagen? Cook eine Chance geben, beruhigen, nicht schießen, Cook angreifen. Leg die Knarren weg, bevor das hier außer Kontrolle gerät. Warte, ich kann das in Ordnung bringen, Paul. Ich höre. Okay, ich halte mich ab jetzt von Darcy fern. Es ist vorbei. Du hast mein Wort drauf. Dein Wort? Was ist denn schon dein beschissenes Wort wert, hä? Ich mach's wieder gut. Ich weiß, wie man an eine Menge Kohle kommt. Jetzt sofort. Wir wissen doch beide, dass Darcy nur zu mir kommt, weil sie sauer auf dich ist. Wenn du wieder flüssig wärst, wäre alles anders. Außerdem schulde ich dir was. Für das, was ich getan habe. Und? Was sagst du? Ja. Nicht Cook angreifen. Wie willst du uns alle reich machen, Cook? Kommt her, das erzähle ich euch. Also pass auf. Ich habe da noch ein anderes, Geschäft nebenher laufen. Eins davon ist, Nelson Latimer dabei zu helfen, das Geld seines Vaters zu verpulvern, damit er sich wie ein Gangster fühlen kann. Ja, der Nelson, den kennen wir ja schon. Wer ist Nelson Latimer? Malcolms Junge. Ein arroganter, kleiner Scheißer. Aber nützlich. Denn er hat jede Menge Kohle und hält sich für einen aufstrebenden Mafia-Boss. Nelson und ich sollen einen Herrn aus Good Neighbor treffen, der uns für Nelsons Kohle Camps gibt. Mein Plan ist ganz einfach. Wir holen uns das Geld und die Camps. Okay. Ich weiß nicht. Das sind eine Menge Unwägbarkeiten im Spiel. Vertrau mir. Wir bekommen das ohne Probleme hin. Das Treffen findet immer am selben Ort statt und sie bringen immer die gleiche Anzahl an Leuten mit. Die werden gar nicht kapieren, was los ist. Warte mal. Ich habe erst noch ein paar Fragen. Dann lass mal deine Pläne hören. Also pass auf. Ich habe da noch ein anderes Geschäft. Ah nee, jetzt kommt dieser Mist wieder. Eins davon ist, Nelson Latimer dabei zu helfen, das Geld... Ja? Okay, kannst abbrechen. Der Teil mit dem Geld gefällt mir schon mal. Heilige Scheiße, Cook. Weiß Malcolm davon? Was denkst du? Nein, natürlich nicht. Das ist eine Sache zwischen ihm und Nelson. Also, wo war ich? Ach ja. Nelson und ich sollen einen Herrn aus Good Neighbor treffen, der uns für Nelsons Kohle Camps gibt. Mein Plan ist ganz einfach. Wir holen uns das Geld und die Camps. Ja. Das Risiko wert, ziehen wir durch. Ich bin dabei. Ziehen wir es durch. Was meinst du, Paul? Klingt das gut? Gut? Eher nicht. Aber ich habe nichts dagegen, wenn du mir hilfst, reich zu werden. Okay, wir befallen jetzt den Camdi. Das andererseits ist das schon wieder... Hey, Paul. Ist das schon wieder schlecht? Weil ich ja gerade vor der letzten Folge... Ich möchte jetzt hier raus eigentlich. Ach shit, jetzt habe ich es natürlich versaut. Ja. Jetzt habe ich's versaut. Warte mal, Cook. Ja? Was denn? Und danach? Was passiert danach? Werden wir nicht verfolgt werden? Komm schon. Du kennst die Antwort darauf. Keine Zeugen. Noch mehr? Warum Camps? Warum sollte man Camps nach Diamond City schmuggeln? Die sind doch eh nicht illegal. Klar. Aber Bürgermeister McDonough verlangt einen ordentlichen Anteil von allen Camps, die in die Stadt gebracht werden. Nicht jeder hält das für ein faires Geschäftsmodell. Und da kommen Nelson und ich ins Spiel. Er streckt das Geld vor, ich kümmere mich um die Kontakte. Billige Camps für Diamond City. Hat jeder was von. Noch mehr? Ja, das wär's. Das war alles. Dann lass uns weitergehen. So, vielleicht kann ich jetzt raus. Ja, jetzt geht's. Okay, da war gerade wieder ein kleiner Bug, wenn ich auf die Person geklickt habe. Gut, der hat mich im Auge, ich weiß. Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Red am besten mal mit Doc Crocker im Mega Surgery Center. So, jetzt würde mich interessieren, wo...
Da, das Nuka-Cola geben wir ab und noch etwas anderes interessiert mich. Alle die Aufträge. Das da. Das ist da noch weiter hinten. Okay. Das Auto im Hof parken? Wie wär's, wenn ich dich mit dem Dreschschlegel verprügel? Hier sind Wanted. Bounties hier. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Das Dugout Inn hat gute Angebote. Ja, da waren wir schon. Der andere Kerl ist auch weg hier. Ja, hab's mir schon angesehen, da ist nichts. Na super. Und jetzt, wohin noch? Pass auf, wo du hingehst. Ich hab dich im Auge. Ja. Ah, hier sind alle am Schlafen natürlich. Sheffield. Das ist der andere, genau. Der Doktor gesagt hat, er darf nicht mehr trinken, glaube ich, war's. Cola. Luca Cola. Ja, bitte. Oh, danke. Danke. So, gut. Ist er zufrieden? Haben wir was abgeschlossen? Gut. Bin auch ich zufrieden. Jetzt. Hier ging es Richtung Ausgang. Also ja, es geht überall Richtung Ausgang, aber hier auch. Bau keinen Scheiß. Nee, nee. Nur den Reichsten umbringen. Nicht umbringen, einfach bestehlen. Aber ja. So, ich wäre jetzt aber dafür, dass wir uns Richtung Ausgang begeben. Denn wir hatten jetzt 3 oder 4 Folgen sogar. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Defense. Hatten wir einfach nur Dialoge erkunden. Und irgendwann reicht es dann auch mal wieder. Und können wir uns wieder draußen in der Stadt ein bisschen verteidigen und so. Und wir haben ja auch noch Fusionskerne gekauft, Fusionszellen und so weiter und so fort. Ein bisschen Geld ausgegeben. Darf man ja auch mal, wir geben ja sonst nichts aus. Ich bin auch sonst immer der Sparende. So, dann ab nach draußen. So, jetzt hier, denke ich mal, wird jetzt nicht gerade groß was los sein. Was ich ehrlich gesagt nicht so hoffe, dass wir mal gegen diese kämpfen müssen hier. Rationierungsstelle der Polizei von Boston. Steckbriefe hat's keine. So. Okay, wir laufen einfach mal in diese Richtung. Irgendwo werden wir schon ankommen. Boah, das mit dem Rennen ist so nervig. Dann kann ich auch die das VATS kann ich nicht mehr verwenden. Weil wir völlig ausgepowert sind. So, was haben wir hier? Schrottplatz. Genau. Oh Mann, es reicht nicht. Ah, kommt noch einer. Immer noch? Von wo? Der eine hat irgendwie ein Rezept oder so dabei. Vorsicht.
Da schießt was. So, da kommt er. So, wieder ein Hundehausplatz. So, können wir mal rüberrennen? Ah ne, hier war die Hauptstraße, glaube ich, oder? Ja, da war sie knapp. Aber wo war sie dann? Ach so, das ist die Eisenbahn, oder? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Nee, das ist ja. Die Eisenbahn ist nämlich so gestrichelt. Na gut, wir gehen einfach mal weiter. Ich habe was gehört. Oh ja. Ich auch. Endstation! Schon? Was war das? Du hast dich verpisst, was? Kotzwerf kommt einfach mal so da hoch, ist klar. So, ich hoffe nicht allzu viele. Boah, ein ganzes Lager. Da wird es runtergehen. Ich denke aber, es ist besser, wenn wir... Alter, ich komme da nicht hoch, das ist scheiße. Na gut. Da müssen wir wohl, ich werde mich gleich erschrecken, da ist sicher einer auf dem Weg. Aha. Was war das? Einer? Das ist nur einer. Nee, nee, es sind schon mehr. Da ist auch noch einer. Oder eine. Was geht da über die Luft? Ach so, das ist glaube ich der Kotzwerf. Oh shit, shit, shit. Ach scheiße, das war kacke. Wir haben auch keine Rüstung an, merke ich gerade. Ich bin ja... Ah, Depp. So, wo hast du gespeichert? Ich hoffe irgendwo. Let's play Doctor. Boah, da hat's gespeichert, okay. Wir müssen sowieso. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Leichte Kleidung. Und dann alles, was Kampf ist, wieder an. Sehen wir wieder so aus? Gut. So, jetzt kommt die Scheiße wieder. Diesmal lassen wir die Hunde einfach aus, würde ich sagen. Ja, komm. Boah, aber wie das Laufen ist, das ist... Scheiße, aber ich denke mal, wenn ich nächstes Mal komme, wird das wieder weg sein. Wenn man das gebrauchen kann, ne, fresse ich eine Bügelsäge kann man immer gebrauchen. Was ist denn das? Mr. Handy Treibstoff. Aha. Okay. Schnapsflasche. Ein paar Patronen. Okay. Hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Ah ja, und speichern. So. Ging ich glaube ich hier rein, oder? Ja, genau. Wenn er uns jetzt nicht sieht, dann gehen wir einfach weiter. Ganz einfach. So. Dann machen wir das ein anderes Mal da. Ich muss mich einfach erinnern, dass da Minen waren.
Da drüben ist glaube ich immer dieser Metallklang. Oh, da ist ein bisschen. Oh, wer haben wir denn da? Eiternde. Oh oh. Zwei Ödländer da oben. Okay. Alter, die ist ja viel stärker als die anderen. Ah, ein Schuss. Okay, ich muss es natürlich mitnehmen. Alter. Schnell hier weg, wir sterben gleich hier. So weiter geht. Was ist denn da los? Alter. Hier voll die Vergiftung. Right away. Und jetzt schnell eine 3. Wow. Der hat mich jetzt erschreckt. Da war doch noch ein Ödländer, oder? Ja, da oben. Wer stirbt er denn nicht? Wenn ich ja hier sterbe, so. Gottverdammt. Was ist die Grube hier? Das ist eine Katastrophe. Wo ist jetzt der Ödländer? Kann jetzt aber nicht sein, dass er einfach weg ist. Nur weil ich so einen scheiß Laufback habe und nicht. Was ist denn das? Die ist schon tot, okay. Wo sind wir denn so? Hier. Das ist also eigentlich genau gar nirgends. Ah, komm, wir laufen noch. Ah ja, hier ein Signal hatten wir doch, oder? Das da. Hören wir gar nichts. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden für Notfälle. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Okay, das war sie. Das ist ja, das hat uns ja schon angezeigt, ha? Das Boss. Trinity Tower Signal. Wohl doch nichts. Ja, wo bist du denn? Komm doch vor. Jetzt bin ich wieder versteckt. Wo war denn der? Ah, der war gar nirgends, okay. Gut. Genau, da nach oben. Diese Richtung. Wo die Autobahn geht. Hey!
Da kommt gleich ein Köter, Achtung. Nein! Oh shit, ich muss auch noch nachladen. Ja, war jetzt nicht ganz so. Der andere ist noch da irgendwo. Keine Panik. Ja, ja. Du wolltest mich ja angreifen, Freundchen. Dando. Komm, jetzt trifft doch. Du kriegst mich nicht. Schon? Immer noch jemand. Pastor, Gewalt kommt nicht mit. Ah, da kommt ja doch jemand. Mal schnell speichern, weil ich glaube, es könnte noch schief gehen hier. So. Ne, jetzt kann es nicht mehr schief gehen. Kann aber trotzdem noch die 3 drücken. So. Funktioniert anscheinend nur, wenn man keine andere Taste drückt. Die Quick Slots. Okay. Ah, der hatte hier einen Ausblick, sonst deshalb schon früher. So, alles mitgenommen. Wer ist denn da? Sorry, da muss ich jetzt schnell hin. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber... Ah, Puppen. Oh, Fusionskern. Gut, dann hat sich's ja trotzdem noch gelohnt. Hier hinten scheint wieder eine Festung zu sein. Ja, wir sind hier irgendwo. Jetzt hat er die noch umgeschmissen. Jetzt würde ich aber sagen... Oh, was ist hier? Ah ja, das müssen wir auch noch hin. Heute, das war jetzt der große Story-Abend. Ich würde sagen, für das erste reicht's gerade mal für mich. Weil ich relativ müde bin, deshalb reicht es. Nicht, weil das Game scheiße ist oder so. Ne, einfach... Ja, es ist jetzt auch schon 3:15 am Morgen. Das... Ja, ist sehr spät eigentlich. So. Oh. Da läuft jemand durch Sanctuary. Ja. Hey. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Drohen? Aha. Diamond City? Wo liegt das? Wegbeschreibung. War klar. Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst. Über den Fluss. Das große grüne Juwel findest du innerhalb der Stadtgrenze. Okay, das kennen wir ja. Hey, Carla. Hallo, willst du handeln? Neugierig. Was für Sachen hast du denn? Von allem etwas. Du wirst staunen, was die Leute auf den Straßen alles zurücklassen. Man muss nur die Augen nach guten Dingen offen halten. Ich habe einiges zu verkaufen, falls du Interesse hast. Handeln? Mal schauen, was die so hast. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Oh, Munition viel. Das gibt Blei, aha. Nach Öl, so, also die hat aber viel. Fusionskern. Genau, nach Öl muss ich auch schauen. Ladung Öl, hier. 1300 ist natürlich... 1300 ist eigentlich zu viel. Hat sie denn noch Öl im Einzelverkauf oder so? Nicht. Ja, ist schade, denn Öl, wir brauchen Öl. Aber ob wir 25 brauchen, für 1300 ist das schon.
Ja, Ladung Öl sieht so aus, auf jeden Fall. Hey, Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Nein. Ich brauche nichts weiter. Was für eine Verschwendung. Gut, dann geh doch weiter. So, schauen wir noch schnell die Siedlungen an. Adonati Farm, Schutz, Nordhagen Beach, Oberland Station, fehlt überall der Schutz. Hier sind schon 4 Leute. In der Sunshine Tidings Kooperative 4 Leute, okay. Ist noch eine dazugekommen. Ich würde sagen, Kurzwerf hat nichts, oder? Hey. Brauchen Sie etwas, Sir? Ja, hat nichts, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.